Kirchheim. Betrunken und scheinbar hilflos befand er sich am Montagmorgen am S-Bahnhof Heimstetten. Doch dann ging der Mann aus Sierra Leone, 19, aggressiv auf seine Helfer los. Gegen 9 Uhr hatte ein besorgter Passant den Rettungsdienst kontaktiert, da der Mann reglos am Boden lag und nicht ansprechbar war. Beim Eintreffen der Sanitäter kam der bis dahin Bewusstlose im Rahmen der Rettungsmaßnahmen zu sich und schlug aus bisher ungeklärten Gründen wild um sich. Er traf einen Rettungssanitäter, 49, mehrfach am Kopf, wodurch dessen Brille beschädigt wurde. Aufgrund des anhaltend aggressiven Verhaltens brachten die Sanitäter den Mann, der in Fürstenfeldbruck wohnt, zu Boden und sicherten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Der Sanitäter trug keine sichtbaren Verletzungen davon, klagte jedoch über Schmerzen im Gesichtsbereich. Zur Untersuchung begab er sich in ein Münchner Krankenhaus. Die eintreffenden Bundespolizisten übernahmen den Betrunkenen und brachten ihn zur Dienststelle am Ostbahnhof. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Behinderung von Rettungskräften.